Ahoi, ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück bei Let's Play Tom Clancy's The Division Beta. Ja, wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja unsere Operationsbasis ausgebaut, beziehungsweise erstmal wieder eingenommen, die wurde ja angegriffen. Ich guck mal kurz, ich hatte noch gesehen, ich habe noch was im Inventar, was Neues, da will ich einmal kurz gucken. Rucksack durchsuchen, okay. Ah, wir haben neue Waffen bekommen, schön. Das ist unsere Waffe, die wir ausgerüstet haben. Die MP5, die ist dezent schlechter. Und die ist vom Schaden pro Sekunde her noch schlechter. Und vor allem haben wir noch nicht die nötige Stufe, um die zu verwenden. Okay, also belassen wir es bei dieser Waffe. Was haben wir noch? Magazine. Oh, ein vertikaler Griff. Mal sehen, das hat plus 3,5% Stabilität. Das hier hat plus 3,5% anfängliche Stabilität. Ich glaube, grundsätzlich ist Stabilität besser als anfängliche Stabilität, weil das ist ja ein Maschinengewehr, da schießt man auch mal öfter als nur einen einzelnen Schuss. Knieschoner, schön. Oh, die sind ja viel schlechter. Obwohl, Moment, gucken wir erstmal die Attribute nach. Also Rüstung 16, 37 Lebenspunkte und 12% extra Tötungs-EP. Das ist schon mal geil. Die hier haben auch die 13% extra Tötungs-EP, sehr gut. 4% Crit-Schaden, aber viel weniger Rüstung. Ich weiß gerade nicht so recht, ob das so gut ist. Ich belasse es erstmal bei dem. Was haben wir noch? Wir haben das hier, den Notfallrucksack. 33 Inventarkapazität. Oh, der hat weniger Rüstung und weniger Inventarkapazität. Na, ist das nicht fantastisch? Ja, total. Egal. Und was haben wir hier? Oh. Aha. Der ist tatsächlich wesentlich besser, allerdings, ja, das bekannte Problem, ich bin erst Level 4 und wir brauchen Level 5. Gut, ich guck mal gerade kurz, was wir sonst auch so gucken können in den Stats. Okay, wir haben hier die Primärattribute, also Schusswaffe, Erfahrung, Dark Zone Rang, nicht zu verwechseln mit Twilight Zone, haha, Präzision, Stabilität, durchaus interessant, aber am Anfang ist logischerweise noch sehr vieles auf Null. Soll uns nicht weiter stören. Egal, Taschen, was haben wir hier? Splittergranaten. Und Munition. Schön. Schön, schön, schön. Aussehen, da können wir glaube ich nicht viel machen, oder? Ah, eine Cargojacke. Die können wir ausziehen. Ah, die lasse ich doch aber an. Und da ich nichts anderes habe, werde ich jetzt bestimmt nicht anfangen, barfuß durch die Gegend zu laufen und werde stattdessen endlich mit meiner neuen Mission beginnen. Juhu! Jetzt aber raus hier. Durch die Quarantänezone oder was es hier ist, am Eingang kann man natürlich nur langsam gehen. Wir haben ja Zeit, ne? So, dann mal raus aus der guten Stube und hin zu dem Ziel, wo mich meine Mission hinführen soll. Jarrrr! Ach, sind wir schon hier? Ist das der Madison Square Garden? Ich war da noch nie. Okay. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Okay. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Schön. Mit anderen Worten, ihr lasst mich allein die Arbeit machen. Ich hoffe, da links ist keiner. Nein, sieht gerade nicht so aus. Da hinten sind einige. Ja, ein bisschen näher ran müsste ich schon. Ich versuche mal. Oh nein, sie haben mich entdeckt. So, einmal anpingen. Jetzt nicht alle Gegner. Zack, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Und komm, nur mit Ray. Komm raus. Trau dich, Kleiner. Oder du bist auch nicht schlecht. Ja, wunderbar. Hätten wir dich weg. So, und ihr seid alle weg. Willkommen im Nichts. Oh, da oben ist einer. Reicht jetzt. So, schnell plündern. Kann ich meine Fähigkeit schon wieder einsetzen? Nein, die hat noch Cooldown. Kann ich mich irgendwie um den rumschleichen, beziehungsweise an eine bessere Position? Oh, Moment, da war noch was.
Eine Blendgranate. Yay. Die will ich haben. Hat er die jetzt genommen? Ich glaube ja. Gut. Gut, 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 gut. Na gut, mit rumschleichen wird nicht viel. Aber vielleicht. Ja gut, ich glaube, ich muss hochpreschen, hat ja keinen Sinn, ne? Zack. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Klar, mache ich gerne. Eigentlich ist alles sicher. Schön, schön. Haben wir hier irgendwas? Irgendwas zum Plündern? Es scheint wohl nicht so gut. Schade drum. Dann begeben wir uns weiter und versuchen das Sicherheitssystem zu knacken. Ja, erstmal kurz sichern. Nicht, dass hier oben einer lauert. Hm, sieht nicht so aus. Gut. Wunderbar. Dann hacken wir uns mal rein. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Mhm. Dann wollen wir mal versuchen, sie zu retten. Moment, was ist das da auf der Karte? Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, wie die Karte zu lesen ist. Diese beiden blauen Punkte da, ich weiß nicht, ob das dieser Faden darunter heißt, dass das... Ah, ja doch, genau, das ist auf einer höheren Ebene. Das heißt, es dürfte hier oben was sein. Ja, und da ist es. Ein Explosivgeschoss. Bam. Gut, dann treten wir mal dezent die Tür ein. Oder wir machen sie ganz normal auf. Das geht natürlich auch, denn sie ist Gott sei Dank nicht verschlossen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Aha. Dann preschen wir mal dahin vor. Okay, ich sehe gerade noch nicht wirklich. Ah, doch, dahin, da sehe ich ein paar. Ja. Wenn du was siehst, töte es. Okay, da sehen wir schon mal ein. Ich guck mal kurz, wie die Reichweite ist von dem Ding. Ja, da sehe ich doch schon mal was. Drei Bedrohungen. Zwei Bedrohungen. Eine Bedrohung. Und eine Granate! Upsa, verschwommene Sicht. Das ist nicht schön. Verdammt, ich war zu langsam. Finde ich natürlich eher suboptimal. Schmeiß ich dann noch eine Granate? Mit Steuerkreuz rechts, glaube ich, ne? Ach nö, nicht schon wieder. Moment, ich will einmal kurz dahinter. So, einer weniger. Mann, ey. Ich muss gleich nochmal gucken, wie das genau die Steuerung ist, so Thema Granaten werfen und so. Jedenfalls bist du jetzt erstmal weg. Oh, hast dich selber in die Luft gesprengt. Oh. Und heute bei How to Play Kacke, du. Wieder einer weg. Oh, hast dich selber geblendet? Oh. Da rollt mir ein einsames Tränchen runter. Und du bist weg. Oh, hast dich... Oh, shit. Schnell weg. Was bist du denn für einer? Kannst du da rumpingen, wer wo ist? Und du bist weg. Und muss auch weg. Und alle sind sie weg. Sacker genau. Die Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. So, Moment hier, der hat hier noch was zu plündern. Gucken wir doch einmal. Was ist das? Ein kleiner Laserpointer, cool. Den werden wir auf jeden Fall nutzen, aber ich meine kurz hier vorne.
Ja, wunderbar. Munition auffüllen. Yay. Ganz viel Sturmgewehr Munition. Aber ich meine, hier hinten war auch noch was. Oder irre ich da? Moment. Mal gucken. Ja, ein Rucksack. Was haben wir hier? Habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Ach so. Ein Medikit. Aber ich habe ja schon voll. Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht nutzen. Was haben wir hier? Noch eine Munition auffüllen. Sehr gut. Brauche ich aber gerade nicht. Was gibt es noch? Ein weiterer Rucksack. Ja. Und da drin ist nichts. Nein, auch wieder ein Medikit. Tja, schade, dass ich bei voller Gesundheit bin. Das ärgert mich zutiefst. Halt, da ist doch was. Wahrscheinlich wieder ein Medikit. Nein, ein Müsli-Riegel. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Ganz famos. Gucken wir nochmal, ob wir hier in der Nähe was finden. Aber es sieht nicht so aus. Gut, weiter geht's. Retten wir Dr. Kendall in the Wind. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Aha, schön. Und deine... Ah! Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Beschichtete Schoner. Ich glaube, die sind besser, deswegen lege ich die doch mal an. Zack! Ich bin mir jetzt noch nicht ganz im Klaren, ob dieser erhöhte Rüstwert, ob der separat zu berechnen ist oder ob der einfach nur meine Lebenspunkte erhöht. Also ob das quasi zwei Anzeigen sind, einmal für Rüstung, einmal für Leben oder wie auch immer. Naja, vielleicht wird sich das später irgendwann mal klären, vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal. Haben wir hier schon Gegner? Moment, hier links war was zu plündern. Ein Rucksack. Ist da ein Medipack drin? Ja! Wir können kein weiteres aufnehmen. Schönes Ding! Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Okay, hier kann ich doch nichts machen. Gut. Also nicht gut, aber ne? Sei es eben drum. So. Sesam, öffne dich. Schwing. Ja, da sehe ich doch schon ein paar Hackfressen. Schwimm mal schnell da rein. Na, wen haben wir? 1, 2, 3. 3 Bedrohungen gefunden. Gut. Ich muss noch mal ganz kurz eben gucken, ob ich irgendwo die Steuerung sehen kann, weil ich habe gerade echt verpeilt, wie man eine Granate wirft. Da tut mich sorry an der Stelle. Ja, wenn man jetzt wüsste, was das heißt, das wäre natürlich super. Ah, guck an. So. Spurt, Karte von dem Ziel markieren. Granaten durchgehen, ja, das habe ich schon gesehen. Waffe wechseln, Waffe nachladen. Bin ich gerade echt zu doof, eine Granate zu werfen oder sehe. Naja, egal. Machen wir es halt ohne Granaten. Jeder ist auf sich gestellt. Wir nutzen nur unsere Chance, das ist alles. Ach, ich habe gar keine Granaten oder woran liegt's? Sie können mich alle mal am Arsch lecken. Und ins Gesicht. Ach, wer schießt da? Ach, da sind auch noch welche. Ja, moin. Alles klar bei euch? So, dann wärst du schon mal weg. Ah, da haben wir doch die Granate. Schön. Und siehe da, es war Puff. Super, bei dem Dunstkreis der Granate und keiner kriegt doch nur einen Finger.
Pixelchen an Damage. Ach komm schon, echt, das bisschen? Das ist doch kein Leben, davon will ich dich doch erlösen. So, wo haben wir noch Gegner? Ah, Captain Schnuffelpuppe, sie sind es wirklich. Und jetzt sind sie nicht mehr. Sie haben eine neue Ebene des Seins erreicht, nämlich das Nichtsein. Also, Moment, wie kommen wir jetzt darüber? Okay, runterjumpen ist nicht. Wahrscheinlich müssen wir da einmal hinten rum. Weil hin würde ich das schon gerne, weil da gab es was zu plündern. Und plündern ist immer gut. Denn dann erhöht sich mein Inventar um Dinge. Ja, Moment, ich will euch noch nicht retten. Ich will erstmal. Ah, verdammt, jetzt habe ich dich schon gerettet. Oh ja. Na komm. Mit einem Baseballschläger? Echt jetzt? Bringst du auch ein Messer zu einer Schießerei mit oder was? Oh, und ihr seid weg. Vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sind zu fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ach, Überraschung, es liegt natürlich genau an mir. Dann gehen wir doch mal hoch. Okay, automatisch klettern tut er nicht. Das heißt, wir müssen selber unseren Stick bewegen. Oh nein! Lang, wo lang, wo lang? Hier lang. So sieht also der Madison Square Garden von oben aus. Cool. Nie da gewesen, aber Hauptsache in einem Spiel schon von oben erreicht. Wie bei Assassin's Creed. Ich hatte zwar gerade nicht volle Gesundheit, aber ich hoffe, das wird mir jetzt erstmal nicht zu sehr schaden. Wenn ich bei einem Drittel bin, kann ich ja hoffentlich immer noch ein Medikament nehmen. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Zack. Und ihr seid alle weg. Na komm. Gentlemen, willkommen im Land der Düfte. Ah, dann haben wir noch. Oh, nachladen, schön. Hab ja Bock drauf. Oh, noch mehr nachladen, schön. Habe ich nicht mehr Stunden? Level up! Uhu! Ich bin Level 5. Und die Gegner nicht. Schwing! Oh, ich hoffe, das war jetzt weit genug. Naja, nicht wirklich. Egal. Hm, den können wir noch erschießen. Ach, guck mal, da sind dann noch welche. Wuhu. Mein Gott, dein Maschinengewehr ist echt penetrant. Ich glaube, ich muss jetzt zur anderen Waffe wechseln. Weil ich muss ein wenig auf meine Munition gucken. Schieß er mich, wenn er sein schweres MG rauspackt, sollte ich nicht aus meiner Deckung flüchten. Notiz an mich, ich könnte eine Granate werfen. Notiz an mich, ich sollte weniger labern, Notiz an mich und mehr machen. Komm.
Ah, ich glaube, ich nehme doch mal Medipack, sicher, sicher. Mann, das ist ein robustes kleines Kerlchen. Das muss ich mir lassen. Muss man ein bisschen näher ran, damit mehr Schüsse treffen. Ah, schießt mal schön. Ja, ich habe Zeit. Mach mal in Ruhe. Vielleicht sollte ich auch die Zeit nutzen, um einfach mal ein bisschen nach vorne zu preschen. Einmal nachladen. Ich glaube, ich habe Sturmgewehr-Munition bekommen. Jawohl, deswegen werde ich mal gleich hier mit den Schädel verbedeln. Komm, hör auf zu schießen. Ach, du musst doch schon wieder nachladen, oder? Hm? Komm, lade nach. Hm? Mach mal, trau dich. Das ist nicht gut. Scheiße, jetzt muss ich auch nachladen. So, seine Rüstung hätten wir jetzt schon mal runtergeballert. Das finde ich natürlich geil. Ja, super daneben. Und du bist weg. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. Ja, genau. Ich hätte jetzt, finde ich, hier eine Stelle, wo ich meine ganze Munition hätte auffüllen können. Ja, natürlich. Und ich schieße mit der MP. Ich narre. Egal. Sei es drum, was liegt da? Da liegt noch was. Ah, war wahrscheinlich Munition. Interessiert mich natürlich jetzt herzlich wenig. Hinten ist noch was. Ich glaube, das Symbol steht für eine Munitionskiste. Ja. Okay, gut. Dann dieses I, was aussieht wie ein Informationsstand. Dürfte wohl regelmäßig eine Munitionskiste sein. Schon mal gut zu wissen. Gut, wahrscheinlich könnte ich mir auch einfach irgendwo eine Legende anschauen, wo steht, was was ist. Aber das wäre doch viel zu einfach, oder? Deswegen verpiesel ich mich einfach hier. Hui! Ja, wo lang jetzt? Hui! Zack. Ist es hier wenigstens noch der Ausgang? Ja, das sieht gut aus. Haben wir noch was von Interesse hier liegen? Nein, leider nicht. Aber hier ist noch ein Rucksack. Da dürfte jetzt ein Medikit drin sein und ja! Entschuldigung, es heißt Erste-Hilfe-Set und nicht Medikit. Was rede ich? Narre denn hier die ganze Zeit? Dann wollen wir doch mal gucken, ob Dr. Candle in the Wind es nach Hause geschafft hat. Sag es nochmal. Wir wissen, was glaubst du. Schnell zurück in unser Hut. Aha. Ach cool, hier hat man direkt eine Übersicht, wie die Basis instand gesetzt ist. Gut, okay. Tech-Flügel und Sicherheitsflügel sind in der Beta nicht verfügbar. Das hatten wir ja schon. Aber hier haben wir die Mission abgeschlossen. Cool. Dann bin ich mal gespannt. Wollen wir zu Jessica Candle gehen? Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei.
Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Sympathische Dame. Juhu, ich habe den medizinischen Flügel entsperrt. Juhu. Wir können noch erweitern, aber ich gucke jetzt mal kurz was anderes, denn ich habe eine neue Fähigkeit erhalten. Hurra! Dann gucken wir mal, was wir so haben. Wir haben die Haftgranate und den Schild. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Schild. Schilder sind cool. Talente gibt's in der Beta noch nicht? Ah, okay. Vorteile auch nicht. Gut. Schade. Im Inventar haben wir auch ein paar neue Objekte. Gucken wir mal, was wir an Waffen bekommen haben. Das ist meine. Die anderen sind alle schlechter. Schön. Cool. Gucken wir mal an Pistolen. Das ist meine. Nein, das ist meine und die. Oh, die ist besser. Gucken wir mal. Oh, wenn die Gesundheit des Ziels unter 30% liegt, richtet diese Waffe 100% mehr Schaden an. Ja, dann nehmen wir die doch sowas von. Schön. Magazin, was haben wir noch? 3% Präzision für aus der Hüfte schießen. 2 Präzision. Na, ich bleibe erstmal bei der Stabilität. Rüstung. Die ist doch mal dezent besser. Ach, das war die, die wir gerade aufgehoben haben. Stimmt. Die haben wir auch schon direkt angelegt. Sehr gut. Den haben wir angelegt. Der ist dezent besser. Also nehmen wir den. Zap, 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 zap. Was haben wir hier? Oh, 34 Inventarkapazität und 140 Fertigkeitenstärke und 12% Munition. Cool. Dann, was haben wir noch für Handschuhe? Oh, Präzisionsgewehrschaden. Juhu, nehmen wir mit. Haben zwar noch kein Präzisionsgewehr, ist mir aber egal, weil die Handschuhe haben einfach viel mehr Rüstung. Neun Rüstung. Zwölf Rüstung. Ja, definitiv besser. Gut, hätten wir das auch. So, wir können den medizinischen Flügel ausbauen. Aber das, meine lieben Leute, zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Hallihallo, liebe Spaßgesellschaft und herzlich willkommen bei Let's Play Tom Clancy's The Division, die Beta. Wir haben beim letzten Mal ja den medizinischen Flügel freigeschaltet und jetzt wollen wir natürlich den ein bisschen ausbauen. Dafür gehe ich mal an diesen Schlepptop und guck mal, was dann passiert. So. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Aha. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Gut, das sind dieses wunderschöne, ja, ich nenne zwar dieses Kreuz, bestehend aus drei Linien und dieses wunderschöne grüne Dreieck. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fähigkeit, Fertigkeiten, Mods oder Talente. Schön, schön. Jeder durchgeführte Ausbau bringt Ihnen einen oder mehrere Vorteile ein. Warum auch immer das einen so komisch geschrieben ist. Alle Vorteile sind im Vorteilereiter, ganz kleines des Fähigkeitenmenüs aufgelistet. Führen wir den ersten Ausbau durch. Gut, wir bauen die Klinik. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Schön, jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten, Entschuldigung.
So, Fähigkeitsbelohnung. Erste Hilfe. Halt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Die Vorrichtung kann an Ort und Stelle benutzt oder zu einem entfernten Ziel befördert werden. Schön. Quasi wie so eine Heilgranate oder what? Und ein Vorteil. Erste Hilfe-Set. Erweitert das Erste Hilfe-Set-Inventar um einen Platz. Tja, leider sind in der Beta, glaube ich, wenn ich letztes Mal richtig geguckt habe, noch gar keine Vorteile von. Aber egal. Glückwunsch, das war's schon, oder was? Es gibt immer noch viel zu tun, obwohl in der Beta keine Hauptmission mehr verfügbar ist. Verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können, vor allem in der Dark Zone. Tja, gut, dann werde ich jetzt diesen Teil einfach an das letzte Video dran schneiden, habe ich mir, glaube ich, gerade überlegt. Und ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach ein wenig, oder? Weil ich wusste jetzt nicht, dass hier schon die Beta endet. Ich werde, ja, wie gesagt, das dran schneiden. Und dann danach noch ein bisschen weiter Geplänkel machen und einfach mal gucken, was es sonst noch so gibt. Jedenfalls sage ich jetzt noch ein zweites Mal danke. Vielleicht wirke ich das auch beim letzten Mal ab, ich weiß noch nicht, ich schaue mal. Auf jeden Fall danke und tschüssikowski.